Manche Word-Dokumente müssen deutlich als zum Beispiel Entwurf gekennzeichnet werden. Wenn du alle Seiten deines Dokuments so kennzeichnen möchtest, musst du nicht jede Seite einzeln anpassen. Dafür bietet Word die Funktion des Wasserzeichens. Gehe dafür zuerst in das Register Entwurf. Klicke hier in der Gruppe Seitenhintergrund auf Wasserzeichen. Es wird ein Dropdown-Menü geöffnet. Hier werden bereits ein paar vordefinierte Wasserzeichen aufgelistet. Per Klick wird das gewählte Wasserzeichen direkt in dein Word-Dokument eingefügt. Um das Wasserzeichen zu bearbeiten oder um ein komplett eigenes Wasserzeichen einzufügen, musst du im Dropdown-Menü auf benutzerdefiniertes Wasserzeichen klicken. Dadurch öffnet sich das Dialogfenster Gedrucktes Wasserzeichen. Per Mausklick auf Textwasserzeichen kannst du das Wasserzeichen aktivieren und einige Anpassungen vornehmen. Unter Text kannst du den Wortlaut des Wasserzeichens anpassen. Schriftart, Größe und Farbe kannst du hier ebenfalls anpassen. Unter Layout kannst du einstellen, ob das Wasserzeichen diagonal oder horizontal angezeigt werden soll. Um das Wasserzeichen jetzt einzufügen, klicke auf OK. Dadurch schließt sich das Dialogfenster und das Wasserzeichen wird direkt in dein Word-Dokument eingefügt. Alternativ kannst du auch eine Grafik oder ein Bild als Wasserzeichen verwenden. Aktiviere dafür im Dialogfenster Gedrucktes Wasserzeichen Bildwasserzeichen. Mit einem Klick auf Bild auswählen öffnet sich das entsprechende Dialogfenster. Hier kannst du ein Bild von deinem Rechner auswählen oder ein Bild aus dem Internet über die Suchmaschine Bing laden. Wenn du ein Bild ausgewählt hast, kannst du noch einstellen, wie das Bild skaliert werden soll und ob das Bild ausgewaschen erscheint. Hier musst du die für dich beste Einstellung durch ein paar Versuche selbst herausfinden. Du bestätigst deine Auswahl mit einem Klick auf OK. Das Bild wird in dein Dokument übernommen. Um das Wasserzeichen zu ändern, gehst du einfach wieder zum Dialogfenster Gedrucktes Wasserzeichen und machst die gewünschten Anpassungen. Wenn du das Wasserzeichen wieder entfernen möchtest, klickst du im Register Entwurf in der Gruppe Seitenhintergrund unter Wasserzeichen unten auf Wasserzeichen entfernen. Das Wasserzeichen wird auf allen Dokumentseiten entfernt.